Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch und zwar endlich mal wieder mit Final Fantasy 15. Bla, reden ist nicht so einfach. Hier stehen wir an einer Tanke. Da hinten ist ein Ziel. Ich weiß gar nicht welches. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Und zwar war jetzt letzte Woche Folgendes. Ich hatte mir die Game Capture HD 60 Pro von Elgato geholt und hatte echt einige Herausforderungen, bis ich das Ganze, ich nenne es mal halbwegs zum Laufen bekommen habe. Nee, das war jetzt falsch. Bis ich es halbwegs zum Laufen bekommen habe. Und zwar ist es so, dass ich einen 4K-Monitor mit dieser Karte betreiben wollte. Und ich dachte, es wäre eigentlich relativ einfach. Ist es jetzt im Nachgang aber nicht. Gut. Kurze Zusammenfassung. Ach, halt die Backen. Kurze Zusammenfassung. Hey, wenn man einen 4K-Monitor mit. Ganz gut. Wenn man da einen 4K-Monitor. Was kann ich für euch tun? Ich will jagen. Jagd. Unsere Jagd. Wir nehmen das hier mal an. Ja. Danke. Weiß das zu schätzen. Sehr schön. Wir nehmen den anderen auch noch an, würde ich sagen. Geht ihr für uns auf die Jagd? Können wir, glaube ich, mal probieren. Yep. Sehr freundlich. Und dann schauen wir mal. Also faktisch ist es so, mit einem 4K-Monitor diese Karte zu betreiben, stellt sich jetzt relativ schwierig dar, weil die Karte einen HDMI-Ausgang hat und mit diesem HDMI-Ausgang mit dem Gamepad wieder klarkommen hier. Was willst du? Nein, hau ab. Ja, wie soll ich sagen, die hat einen HDMI-Ausgang und die schleift durch und Probleme. Na dann mal weiter. Pronto, ja, genau. Lass uns gehen. Schon unterwegs. Hammerhead ist eine tolle Werkstatt, was? Geht so. Was hast du erwartet? Es ist schließlich die Hofwerkstatt. Ja. Nach dieser Reise kommen wir bestimmt nicht mehr hin, oder? Hm? Was? Wieso denn das nicht? Spricht doch eigentlich nichts dagegen. Nö, grundsätzlich. Vielleicht nicht. Freut sich eine gewisse Mechanikerin, ja. Daher weht der Wind. Kannst du ja den Regalia ausleihen. Oh, echt? Aber nee. Wie sieht das denn aus? Wenn wir zurück sind, besorge ich mir selbst einen Wagen. Danke. Ha, perfekt. Ich habe jetzt nichts dazu getan, ne? So rein gar nichts. Ja, was wollte ich sagen? Genau, lässt sich nicht so einfach bewerkstelligen, weil dieser HDMI-Ausgang ein reiner, ich sag mal, Path-Through ist. Und dieser lässt nur ein 1080p, kommt da hoch? Nein, kommen wir nicht. Nur ein 1080p Signal durch, ist natürlich blöd. Ja, man kann aufnehmen, aber nur in Full HD. Kann aber dann auch nur in Full HD spielen. Das habe ich jetzt die letzten Tage mit neuer Installation, 23.000 Versuchen, Möglichkeiten und so weiter und so fort getestet. Hallo Viecher, wir kümmern uns gleich um euch. Wir atmen einmal tief durch. Ja, bin dann nachher nach allen möglichen Versuchen und so weiter und so fort, Monitor-Clone mit einem 4K-Monitor, DSR-Resolution und so weiter und so fort, ja, bin ich dahinter gekommen, dass es bei einigen Spielen wie bei diesem hier zum Beispiel funktioniert, bei anderen dagegen nicht, was ein bisschen blöd war. Ey, was? Ja. Hätte ich ja gerne, wenn ich mal wieder mit der Tastaturbelegung klarkommen würde. Das sieht gerade mal schlecht aus. Alter! Lass das! Alter, ich krieg hier ganz schön Prügel, ne? Ich muss erstmal mit der Tastatur bewegen. Lass mich doch mal auf. Ignis! Nicht schaffen! Vorsicht, ja! Ja. Los! Zum Befehl! Mann, warum greife ich denn nicht von hinten aus an hier? Ne? Was spannend zu können. Probleme? Macht ihr um mich keine Sorgen. Gut. Vorsicht! Jetzt schmerzt dich keine doppelt! Hau rein! Geht klar! Eieieiei! Bist du okay? Ich komm klar. Ja, man merkt, das ist echt so anderthalb Wochen her, dass ich aufgenommen habe. Ich wollte jetzt aber auch nicht, was ich ein bisschen gut finde, einen letzten Test zu machen, wo ich eigentlich gar nichts Prinzip habe ich jetzt die Stunden gezeigt. Das ist bei diesem Spiel echt wenig. Deshalb hier nochmal 1, 2, 3 Folgen. Ich deck dir den Rücken. Das ich verlass mich drauf. Hier. Vorsicht! Okay! Das war ja nicht schwer. Wir verstehen uns.
herausfordernd als anzugreifen. Ja, ich auch. Angriff! Ja. Lass dich drauf! So muss das sein! Ja! Ist jetzt Ruhe? Was ist da drauf? Die werden sich wundern! Finale! Prompto! Los geht's! Okay! So! Sauber! So! Das war einfach perfekt! Kann nur zustimmen. Naja, perfekt kann man drüber diskutieren, so auf wie ich Prügel bezogen habe. Aber was soll's, kannst du nichts machen, ist halt so. So, dann haben wir noch zwei neue Ziele. Also ich bleibe ja mal im Kurz stehen. Jedenfalls, Ende vom Lied. Einige Spiele können es, andere nicht so gut. Also Final Fantasy 15 hat kein Problem damit. Ich spiele gerade in 4K. Der Beweis, wartet, nein, Blödsinn. Der Beweis der Einstellung, Grafikeinstellung, 120 FPS. Ich kann jetzt gerade, ne, Grafikeinstellung war auch falsch, Anzeigeinstellung. Da seht ihr es, 3048 x 2160. Und in 4K sieht das schon sehr, sehr gut aus. Das muss man einfach mal so sagen. So, wie komme ich denn jetzt an die Map? Kann man das mal einer verraten? Fertigkeiten, bla bla bla. Karte, nehmen wir doch einfach den obersten Punkt. Was haben wir hier? Da können wir was abholen. Was haben wir da? Fundstelle. Was ist denn eine Fundstelle? Kann ich da ranzoomen? Zoomen, ja, kann ich. Okay, so kann ich zoomen. So, was haben wir denn noch? Blitzquelle. Wir haben eine Lagerstelle. Eine Erntestelle. Ja, irgendwie. Ich finde, wir gehen jetzt einfach hier nochmal zurück, hier zur, um die Quest abzugeben. So. Ja, unsere japanischen, wollte ich sagen. Was haben wir hier denn? Mitnehmen. So, danke. Unsere alten japanischen Freunde. Ein Prinz, der heiraten will, dessen Wagen kaputt gegangen ist und der jetzt jagen war. Ja, und echt jetzt angenehm hier. Findest du? Ja, das stimmt. Kann man drüber diskutieren. Wir bringen jetzt den Auftrag weg und dann fahren wir weiter. Also ich glaube, Stufe 7 ist jetzt auch noch zu... Alter, keine Ausdauer, was? Stufe 7 ist auch noch ein bisschen zu happig, würde ich sagen. So wie ich das gerade eben gesehen habe. Wir gehen gleich zur Hauptquest. Aber vorher geben wir doch die Queste ab, würde ich sagen. Ist ja wichtig. Da wären wir. Ja, ein Träumchen. So, da... reden. Ach, du bist es wieder. Ja, bin ich. Jagdauftrag erledigt. Gute Arbeit. Schließen. So. Haben wir noch einen Jagdauftrag erledigt? Solange ich... Was? Falls ihr Fragen habt, schießen wir los. Nein, haben wir nicht. Wir sind erstmal weg. Ja, das wollte ich nochmal machen. Das, da kann man nebenbei auch gut eben erzählen. Jetzt gehen wir doch zur Hauptquest. Und machen hier weiter. Das ist die Hauptquest. Ja, automatisches Fahren, was? Was anderes ist jetzt gerade eh nicht drin. Ich glaube, Parkplatz ist was Sachen. Nein, stopp mal eben. Achso. Aufgabenziel der Prinzen, eine Minute. Tal ohne Wiederkehr, bla. Wartet mal, Leute, ich breche das mal eben ab hier. Ich gehe nochmal eben raus. Wir, glaube ich, sollen erstmal hier hin, oder? Irgendwas hat sie doch noch zu sagen, oder? Ach, fast vergessen. Was? Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Was kann man denn da überhaupt machen? Ich hatte das letzte was Mal. Was darf denn heute sein? Ein Designpaket, bla. Sucht euch eine Farbe aus. Ja, also schwarz gefällt mir eigentlich. Und? Was ist mit den Felgen? Das sieht Nachtgold. Kriege ich da keine Vorschau? Ne, das lassen wir alles so. Bis bald, Jungs. Ja, bis bald. Ist gut. Wo sollen wir denn jetzt hin? Was ist das hier für eine Scheiße? Diese schwüle Luft. Du sagst es. Hier ist aber doch nichts mehr, oder? Lass uns noch mal gucken. Karte.
ist das für eine Stelle? Okay. Na, Sydney, da sollten wir doch hin, ne? Ah nee, das ist letzte Unterkunft. Ich habe gerade keine Ahnung, Leute. Aufgaben. Ja, das ist okay. Der Prinzenversand, Stufe 2. Noctis und seine Freunde halten ein mysteriöses Päckchen von Sydney. Sie bittet die vier bei Rezeptionisten im Hotel in Langwire. Wo soll das sein, bitteschön? Ja, ich glaube, in Langwire. Ich kann dem Ganzen gerade nicht so folgen. Das ist noch ein Jagdauftrag hier. Nee, das wollen wir jetzt aber nicht. Ist das denn? Wir machen jetzt mal so. Okay, ich habe keine Ahnung, Leute. Wir machen das einfach mal. So, automatisches Fahren. Aufgabenziel. Ja. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Ja, ein bisschen coole Musik wäre jetzt cool und dann coole Musik wäre cool. Kein Kommentar. Ja, dann fährt er wohl 1 Kilometer weit weg und er macht's auch recht entspannt. Ja, ist klar, er muss die coole Socke sein. Anders geht's ja nicht. Ja, also ich muss echt sagen, die Optik hat was. Es ist wirklich ein schönes Spiel. Er macht Fotos, na dann, wenigstens keine Selfies. Regalienmenü beschleunigen. Wir können auch schneller fahren, oder was? Nein, das ist das. Musik. Ja, Musik auf dem Weg muss er sein, wenn wir ja schon durch die Gegend fahren, ne? Ich weiß nicht, ob sie denn wieder von YouTube weggemacht wird. Beziehungsweise mir geschrieben wird, böser, 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 alt Ernie. Okay, einkaufen ist über das Regalia-Menü, okay, alles klar, aber ich will jetzt gerade gar nicht einkaufen. Ich bin hier on the way. Na, schauen wir mal, wir sollen ja ein Paket wegbringen. Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Ja. Ja. Hab einen Brand wie ein Garula. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Mit dem Motelrezeptionisten sprechen, das sollten wir hinkriegen. Irgendwie wirkt er, als wenn er zu wäre. Oder sehe ich das nur so? Ihr seid mit der Lieferung hier? Jupp. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Lass den Wagen einfach stehen. Was? Ich kümmere mich drum. Wollen wir das? Und was sollen wir jetzt machen? Nun, Wuff. Oh, Umbra. Aha. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Aha. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Okay. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Noct? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Hast du? Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken. Okay, bald breche ich aus. Aha. Möchtest du den Sticker einen? Kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Wir haben einen vor kurzem im Sommer verlassen. Machen wir das hier. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gewählt habe. Bitte frag mich nicht. Fertig. Pass gut auf dich auf.
Du okay. sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das okay. Buch? War ein Versuch wert. Versuchen kann man ja immer vieles, ne? Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdien-Kai weiterfahren. Sollten wir das? Lass uns mal hier die Map anschauen. Ja, hier ist jetzt ja erstmal so nichts weiter zu wollen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Oder wollen wir da drüben nochmal kurz rein? Ne, hier ist ja schon bald der Galdien. Ne, egal, wir fahren jetzt mal weiter. Ich will ja noch ein bisschen was zeigen, ne? So. Automatisch Fahrten fortsetzen. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's! Na dann. Nun zur nächsten Meldung. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Ist ja unsere zukünftige Ehefrau oder nicht? Sich auf Frieden verständigen konnte. Erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Luzis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Okay, was kommt Besorgte jetzt? Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Ios bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Das heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Offensichtlich. Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Tja, was soll man dazu genau sagen? Genau wie unser Nackt. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab. Okay. Musik an. Naja, soweit scheint es ja nicht mehr zu sein, ne? Ich kann das Meer sehen! Oh, Tatsache! Ja, das stimmt. Das ist der Galdien-Kai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein seltsamer Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute. Aha. Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Freu mich schon drauf. Ja, können wir mal machen. Oder? Hey, Noct! Warum übernachten wir nicht hier? Ja. Gibt's hier was Tolles? Warme Betten und ein Dach überm Kopf? Hier wimmelt's bald von Sichern. Übernachten. Von mir aus. Ignis! Hast du gehört? Ja, laut und deutlich. So, wie können wir denn das? Achso. Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Okay. Was kommt jetzt? Müssen wir da hinten hinrennen? Oder was will er jetzt hier? Können wir hier irgendwie glücklich werden? Mal gucken, was hier passiert. Willkommen. Aha, wir können kaufen und verkaufen. Heiltränke kann man immer haben. Wie viel Kohle haben wir überhaupt? Dauern 280 G oder was immer. Ich nehme mal ein paar Heiltränke mit. Yep. Herzlichen Dank. Den Rest lassen wir erstmal. Stets zu Diensten. Jo, danke. Und da hinten ist auch noch ein Ziel. Aber hier können wir nirgendwo. Was gibt's denn hier? Entschuldigung. Wer bist denn du? Ach, kann ich auch einkaufen? Waffen? Für jedes Problem die richtige Lösung. Aha. Ein Breitschwert. Nein. Bis in Bälde. Ja, bis dann. Ich finde, wir laufen mal da hinten hin. Ich muss mich echt... hier komme ich gar nicht lang, ne? Der ist ja ein Traum. Was? Stopp. Oh. Einmal Super-Elixier. Gut, dass ich es nicht gekauft habe. Was ist denn da unten los? Sitzen so zwei Leute am oder stehen am Strand. Wollen wir mal gucken.
Hoffentlich öffnen sie den Hafen morgen wieder. Mhm. Okay. Also mit euch unterhalten ist auch nicht, ne? Schade, schade. Was kann ich hier machen? Einkaufen könnte ich, aber das will ich jetzt gerade gar nicht. Hier. An den Venners Küsten beißen uns an den Dickkopfmakrelen. Ach, ich könnte hier angeln. Yeah, angeln. So motiviert sieht man dich selten. Okay, wollen wir das mal testen? Ist jetzt ja nicht so wahnsinnig aufregend, aber ein Versuch ist es doch mal wert. Angeln. War das ja, eine Zauberangel, nicht schlecht. Du hast eine Angelstelle erreicht. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fisch fangen gehen. Versuche am besten gleich. Okay. Wähle zunächst eine Stelle, an der du deinen Köder auswerfen willst. Auch nicht schlecht. Der Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang. So, so. Okay. Die Umwelt von Fischen wird auch auf dem Radar rechts. Okay. Okay, nee. Okay. Aha, soll reagieren, tut es aber nicht. Aha, du kannst die Schnur nun durch Drehen der Spule ein- und unseren Köder bewegen. Zieh die Angelrute dabei geschickt nach. Aha. Okay. Das beißen hier nicht ganz so viele scheinbar. Aha, aha, aha. Irgendwie nicht so viel angebissen, ne? Immer schön das Gewicht des Köders beim Auswerfen im Hinterkopf behalten. Entschuldigt. Das war jetzt auch nix. Wer kann dir werfen? Ich habe keine Ahnung. Also mit dem Angeln, das wird hier irgendwie nichts, glaube ich. Naja, wie auch immer. Mhm. Ich würde das jetzt gerne wieder einpacken. Nein. Ich muss mal ein Stück trinken. Kleinen Moment bitte. So, jetzt ist es besser. Wie komme ich denn hier raus? Könntest du die Angel mal wieder einholen? Naja, könntest du... Wieso kann ich die jetzt nicht weg? Ja, super. Hör doch mal auf. So, wie komme ich hier denn mal weg? Also mit den Tasten schon mal nicht. Das ist Pause. Super. Das hilft mir auch alles nicht. Ich möchte sie wieder einholen, wenn es geht. Ich möchte sie wieder einholen. Abbrechen. Kann mir einer verraten? Hm. Ja, ganz toll. Beenden. Ja. Danke.